Okay, wie kriegen wir den jetzt, ohne dass wir da auch irgendjemanden jetzt auf den letzten Drücker verlieren? Und wir kriegen wahrscheinlich eh nochmal feindliche Einheiten, oder? Sobald unser Scout die Evac-Zone betritt. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kritisch gerade. Also gerade hier mit El Chefe, der fast tot ist. Wir haben kein Medic dabei. Keine Medpacks dabei. Geh mal dahin. Oh. Yay. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt einer. Gut, GG wieder komplett dahinter. Keiner von denen ich sieht. Und mit denen mache ich das ähnlich. Also du... Hier sollte eigentlich nicht sein, oder? Eigentlich. Da oben verstecken? Steck dich mal da oben. Wie, da oben hängt jetzt irgendwas. Okay. Und bei den anderen würde ich auch gerne so in Deckung gehen, dass die da hinten uns nicht sehen. Ja, es ist so weit weg, da sollte eh keiner was sehen. Okay, dadurch sind die nämlich gezwungen aufzurücken. Nächste Runde macht er wieder einen Schritt vor. Sieht sie dann und kann eventuell mit den Granaten... Du hast noch Granaten, oder? Du hast noch eine Granate. Ja, und kannst du mit den Granaten da für Unruhe sorgen. Das heißt, du machst bitte Steady Weapon. Du machst sowas von Steady Weapon. Wobei, warte, von hier aus kannst du eventuell nicht ordentlich die Rakete schießen. Ja, ja, von da vielleicht. Mal da rein. Mach hier Steady Weapon. Da müsste der Winkel besser sein. Also von hier aus, ich denke mal, sie werden sich hier Deckung suchen. Momentan stehen sie ja hier. Ja, wahrscheinlich erstmal da oder so hin. Auf jeden Fall ist der Winkel hier gut und von da aus sollte er alle erwischen können. Und sie ihn nicht flankieren. Sie treffen ihn wahrscheinlich besser, wegen Aiming Angles. Aber das riskiere ich einfach mal, weil ich denke, sie kommen nicht schnell genug, nah genug ran. Und die schicke ich da ganz hinten hin, auf dass du dann später mal flankieren kannst mit Running Gun. Okay, warten. Hoffen. Oh, Mist. Das sind viel zu viele Einheiten. Einer war hier, richtig? Okay, Run and Gun. Dahin? Ja, ja, genau, das war der Plan. Der ist jetzt weg. Buff. Der andere ist in Bredouille. Und wird sich erstmal neue Deckung suchen, irgendwo da hinten. Du siehst da hinten jemanden, der dir wehtun kann. Du hast viel zu wenig HP und du siehst nichts. Das ist nicht so ganz aufgegangen mit der Rakete. Na, du musst da einfach weg. Geh mal weg. Da kann der dich auch nicht sehen. Du stellst dich auch so hin, dass dich keiner sehen kann. Da ist ja noch einer. Achso, das ist der eine, der geflohen ist, ne? Den wollte ich ja eigentlich jagen. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, wir haben noch einen einzigen Gegner auf der Karte und dann ist home free. Nee. Steady. Overwatch oder Steady mit ihm? Ich glaube, ich gehe sogar in Overwatch, weil Opportunist und Executioner und was weiß ich. Könnte hinhauen. Interessante Deckung, die du da gewählt hast. Kann ich da einfach rausballern, das weißt du, ne? Okay, nicht ganz. Du siehst immer noch nichts. Also der Dreier-Trupp geht wesentlich besser vor, als ich es erwartet hätte. Ich hätte wirklich gedacht, der geht von hier aus irgendwo dahin.
Aber der wird sich hier irgendwo einen Weg suchen und dann uns hier flankieren oder... Oder er ist jetzt schon oben auf dem Dach und wir sehen ihn nun gerade nicht. Das kann alles Mögliche sein. Du, mein lieber Freund, haust jetzt bitte ab. Du löst jetzt Reaction Shot aus, aber der wird niemals treffen. Weil Lightning Reflex und Höhenbonus und Laufen und... Bitte, bitte nicht. Okay. Ah ja. Also geschätzt hat er eine Trefferchance von 1 oder 2%. Und da sind wirklich zwei Leute auf dem Dach. Okay. Commander, the operative has safely reached the extraction point with the recovered data. We can either stick around and eliminate any remaining hostiles or move to the evac point and return to HQ. Objective updated. Fünf Leute sind's noch? Keine Ahnung. Geh. Warte, kannst du von hier aus eine Granate schmeißen? Nicht dahin, wo ich es gerne hätte. Dann geh. Dahin. Von hier aus kannst du bitte eine Granate werfen. Jo. Dann ist der weg. Und der Soul sicher. Bleiben jetzt noch zwei hier unten. Zwei oben auf dem Dach. Kann eine Rakete reinhauen? Schaut, es blockt. Und was? Tim, 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 tim. Mach mal. Boom. Boom. Aber gucken. 2 HP und irgendjemand anderen noch 2 HP. Dies ist jetzt nicht die Welt, aber es können die 2 HP sein, die am Ende gefehlt haben. Dich schick ich abermals. In Overwatch. Ah, du schießt vom Dach aus? Ja. Schade, dass er keine Granaten hat, sonst hätte ich hier beide Wände. Oh. Armer Zheng. Aber die stehen jetzt richtig schön auf dem Haufen, wenn ich da jetzt eine Rakete reinschießen könnte. Okay, was macht Zheng? Zheng geht, glaube ich, einfach hier hin. Das sollte kein Overwatch auslösen, weil er von voller Deckung in andere volle Deckung geht, die sie nicht sehen können. Und dann zwingt er die quasi zum Aufrücken. Dann hat er immer noch ein Riesenproblem, weil die dann alle einfach hier runterspringen und ihn stürmen. Aber ich kann die Zeit dann nutzen, um mit meinem Raketenwerfer. Dahin. Du hast viel HP, ne? Du bist noch nicht so doll angeschlagen. Also ich sprinte jetzt hier hin. Und nächste Runde schieße ich da irgendwo rein. Gott. Und die Leute sind in Bedrängnis und machen dann vielleicht nicht ganz so viel Mist. Und El Chefe geht. Da rein. Nicht um wirklich irgendjemand anzuhauen, sondern primär damit keiner auf ihn schießt. Und er von hier aus nochmal die Command-Fähigkeit nutzen kann. Eventuell nutze ich die Command... Nee, definitiv nutze ich die Command-Fähigkeit jetzt. Damit der Raketenwerfer... jetzt die Rakete schießen kann, wo sie alle noch auf dem Haufen stehen. Ah, okay, geht nicht, weil die Reichweite extrem kurz ist, wenn man sich bewegt hat. Aber dafür kannst du jetzt den Zug durch die Command-Fähigkeit nutzen, um Steady Weapon zu machen, damit du nächste Runde, wenn du dann schießt, ordentlich schießt. Und ich glaube, ich lasse dich einfach genau hier. Nur hunker down. Oh, nee, noch besser. Ich laufe einfach schreiend weg. Ja! Ding, ding, weiter rechts beim Laufen, bitte. Ding, weiter rechts. Jo, danke. Bleibst noch du. Würde eher zu ihm passen, eine Granate zu schmeißen, oder? Den einen Vierer kriegt er vielleicht down damit. Und die haben hier kaum Deckung. Ziehen sich dann eher nach hinten zurück, wo die Rakete besser treffen kann.
Oh, Zheng. Ich habe dich schon mal verloren. Das will ich eigentlich nicht riskieren. Okay. Versteck dich lieber. Und mach denn hier mit deiner... mit deinem Einschuss... Overwatch? Nee, Reload. Okay. Du willst unsere Raketenwaffe bedrängen? Nee. Psst. Das war sehr komisch. Sie teilen sich schon ein bisschen auf. Nicht mehr so ganz lohnenswerte Ziele. Komm, dahin, dahin, dahin. Keiner hat geschossen. Interessant, okay. Aber ich war diese Runde ja auch nicht so aggressiv, also wollten sie es mir vielleicht gleich tun. Schieß bitte 0.0 Scatter. Boah, geil. Okay. Da rein. Ganz viele Waschmaschinen werden jetzt sterben. Und zwei Exolder. Mhm. Ich könnte... warte, hast du jetzt den 77%? Ich habe keine zweite Command-Fähigkeit und selbst wenn ich eine hätte, dann könnte ich sie nicht einsetzen, weil die ja auch einen Timer haben. Okay, kannst du vielleicht von hier aus schießen? Nein. Dann geh von hier aus bis in Overwatch. Falls der sich da irgendwie verkrümeln möchte. Hierhin wirst du wahrscheinlich auch nichts sehen. Nee, gehst aber ebenfalls in Overwatch. Und mit dir... einer ist hier rausgegangen, das weiß ich. Also zwei sind hier lang. Einer ist da oben hin und einer hat sich hier irgendwie bewegt. Und hat so einen komischen Klack-Klack-Geräusche gemacht. Also vielleicht die Tür aufgemacht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Hallo? Oh, sehr schön. Mach den mal weg. Bleibt noch er. Und er. Der ist im Overwatch. Schade. Ich hätte vielleicht meinen Scout doch noch nicht komplett in die Landezone reinschicken sollen. Da hätte ich ihn jetzt ausnutzen können zum Auslösen. Du hast leider keine Raketen mehr. Brauchst du aber auch gar nicht, weil 77% so schon reichen könnte. Komm, 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 komm. Nö. Ja, wenn ich mit ihm jetzt vorrück, kriegt er einen Overwatch ab. Das ist doof. Du kannst hier nicht wirklich was machen. Oh, kannst du, wenn du so stehst und da eine Wand hast und hier eine Wand hast, kannst du dann hier durchschießen? Nee, ne? Du kannst nicht um die Ecke und um das Fenster dann hier durchschießen. Dann würde ich ganz gerne eigentlich aufrücken mit ihm. Um Zheng zu unterstützen. Hat geklappt, sehr schön. Aber genauso wie er nicht hier um die Ecke, gucken kann, kann er aber auch nicht von hier aus in den Winkel hier schießen, richtig? Nö, er wird nur hier in die Richtung schießen können. Also den Bereich innerhalb des Raumes, nicht da raus. Trotzdem gebe ich ihm einen Overwatch, nur für den Fall, dass irgendeiner von denen durchs Fenster springen will. Und du gehst wieder zurück. Diesmal darfst du aber Overwatch machen. Jetzt hast du ja genug Munition. Und du bleibst auch im Overwatch. Hm. 86%. Ja, aber die Waffe macht nicht viel Schaden. Das stimmt wohl. Nee, dich bewege ich sowas von nicht. Wenn ich da jetzt lange aufkriege, ich garantiert einen Overwatch ab. Nö, ich camp mal ein bisschen. Ist zwar langweilig. Aber ich habe keinen Bock, jemanden zu verlieren. Nice. Oh, 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 flankierst du? Nein. Kannst doch gar nicht flankieren von hier aus. So, das ist doch nicht besonders viel Munition, ne? Ja, lad lieber nach. Watch.
Auf dem hier nicht. Geh mal gucken. On the move. Nix. Okay, Overwatch. Wo ist der zweite? Das interessiert mich jetzt. Position confirmed. Solltest du gleich Hunker down. Du bist nicht im Overwatch. Das heißt, du kannst jetzt... Wie viel Prozent hast du? 62. Geh mal dahin. Das hast du weniger. Mach trotzdem mal so. Schöner Treffer. Chef. Komm, Chef. Beweg dich mal ein bisschen. Auch wenn es nur für den Notfall ist. Ja, und die beiden spielen hier weiter Katze und Maus mit dem anderen, der sich irgendwo versteckt. Oh. Nein, 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 nein. Nicht töten. Nicht töten. Nicht töten. Okay. Deswegen ist es gut, dass wir eine neue Rüstung haben. Guck mal darum. Hier ist immer noch keinen. Der ist auf dem Dach, ha? I'm on the move. Das ist gefährlich. Ganz vorsichtig den Kopf rausstrecken. Ja, auf dem Dach. Gibt es vielleicht doch nur noch den einen? Bist du der Letzte? Head now. Der Schaden reicht jetzt, sonst muss Chef vorrücken. Nee, okay. Continue. Doch ein wenig nervenaufreibender, als ich es gewohnt bin von den ersten Exalt-Missionen. In der letzten Staffel haben wir, glaube ich, 4 Missionen von den Exalt einfach so ohne jegliche, ich glaube, nicht mal einen Treffer eingesteckt. Einfach komplett durchgerast. Das ist jetzt nicht mehr so. Okay, ich habe auch keinen verloren, keine Einheit, aber das hätte passieren können. Sowas von. So, du bekommst als Ingenieur Repair, damit du 2 extra Axe-Roll Charges hast. Ja. Also ich müsste eigentlich Blorius mitnehmen, wenn ich Aliens übernehme. Jupp. Ein Meld. Super. Das ist echt super, dass wir so dermaßen viel Meld bekommen. Hier ist soweit alles okay. Roster ist auf 42. Können trotzdem noch höher. Rookie sehe ich einen. Also einen Komplett-Rookie. Aber dafür recht viele Lance Corporals und Specialists, die schön aufgestuft werden können, wenn wir nochmal Medium-Missionen haben. Und da ist noch ein ganzer Rookie. Aber der ist noch einen Monat krank. Beziehungsweise außer Gefecht. Training School. Squad Size hätte ich ganz gerne. Brauchen wir aber noch mehr Ränge für. Plus 1 Command Charge ist schon mal super. Und Bonus Defense ist auch sehr schön. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir überhaupt schon Leute haben, die das überhaupt nehmen können. Und ich würde ungern 200 Bucks ausgeben für irgendwas, was wir nicht unbedingt sofort auch wirklich nutzen können. Satellite Uplink. Brauchen noch 5 Tage. Repair Bay müsste schon die Sachen drin haben und auch schon laufen. Ich hatte noch ein paar Rüstungen bestellt, oder? Ne, 7 Stück habe ich jetzt. Wir können momentan 6 Leute in die Mission mitnehmen. Oder waren es 7? Ich habe eh nicht so viele Alloys. Muss auch warten. Sobald wir die Advanced Laser Sachen erforscht haben, können wir auch für die ganzen Flugzeuge die Laserwaffen kaufen. Ich sollte einfach nur sparen. Stopp. Flugzeuge? Flugzeuge haben alle einen Namen. Und es ist komplett bestimmt. 6 von 6. Okay, dann muss ich da wirklich nichts machen. Weil das hätte ich ganz gerne immer voll. Eigentlich hätte ich sogar ganz gerne noch 1 oder 2 extra, aber da ist einfach nicht drin. Das heißt, jetzt scannen wir
bis die Beamlaser da sind, dass sie nur 3 Tage sind. Und dann kaufe ich für möglichst viele Flugzeuge die Laser und vielleicht noch ein Snipergewehr drin. Und ein Laser-Shotgun. Das wird schon mit dem Gewehr nicht hinhauen, aber das tüftle ich den auseinander.